In diesem Video möchte ich euch eine sehr einfach zu bauende CNC-Maschine zeigen. Der Arbeitsbereich beträgt 20x20 cm und die Grundfläche etwa 50x60 cm. Die Ansteuerung erfolgt über einen Arduino Uno und die Achsen werden von drei Servos bewegt. Die verwendeten Materialien für die Mechanik sind in jedem Baumarkt erhältlich. Die Maschine kann an einem Wochenende ohne großen Werkzeugeinsatz gebaut werden. Benötigt werden lediglich Sägen für Holz und Metall, ein Lötkolben, eine Feile, eine Blechschere oder eine alte normale Schere, eine Zange, Schraubendreher, ein Zollstock oder zumindest ein Teil davon und Epoxidharzkleber. Ich habe zusätzlich noch Heißkleber verwendet und aus ein wenig Eisenblech zwei Schraubenschlüssel angefertigt. Der Rahmen besteht aus 20mm starken Spanplatten. Als Führungsschienen werden 1mm Aluminiumprofile mit den Abmessungen 25x25 mm verwendet. Auf die Bodenplatte werden zunächst drei 40 cm lange Profile aufgeklebt. Der Antrieb erfolgt über 3mm Gewindestangen. An zwei Stücke Lochblech werden Messingmuttern gelötet. Die Materialkombination aus Eisenstange und Messingmutter sorgt für geringeren Verschleiß als bei der Verwendung einer Eisenmutter. Messing ist weicher als Eisen und es werden daher im Betrieb die Messingmuttern abgerieben, während die Gewindestangen intakt bleiben. Die Muttern müssen daher eventuell von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden. Ist euer Lötkolben zu leistungsschwach, so kann der Lötvorgang über eine Kerze improvisiert werden. Wird nur eine Mutter am Antrieb verwendet, so ist deutliches Spiel in der Längsachse zu sehen. Der zweite Streifenlochblech wird derart verschraubt, dass das Spiel möglichst gering ausfällt. Je weniger Spiel, umso mehr Reibung. Die richtige Einstellung ist also immer ein Kompromiss zwischen kleinem Spiel und damit einhergehend weniger leichtgängigem Antrieb. Die Führung an der mittleren Aluschiene besteht aus Winkeln aus Lochblech und M3er Schrauben. Dabei werden an den Enden erneut Messingmuttern verwendet, um die Reibung und somit den Verschleiß gering zu halten. Auch hier ist die bestmögliche Einstellung ein Kompromiss aus möglichst geringem Spiel und nicht zu großer Reibung. Der Antriebsmechanismus für die Y-Achse ist nach demselben Prinzip aufgebaut. Somit ist eine Bewegung um zwei Achsen rechtwinklig zueinander möglich. Die Sensorscheibe für die Drehbewegung ist aus Dosenblech geschnitten. Dazu wird eine alte Schere oder besser eine Blechschere benötigt. Das zentrale Loch kann auch ohne Bohrer angefertigt werden. Der Antrieb erfolgt über Standardservos mit Metallgetriebe und Kugellager. Zwei der Servos müssen dabei für kontinuierliche Drehung modifiziert werden. Dazu muss der Stopper des Zahnrades am Getriebeausgang abgefeilt werden. Weiterhin muss das Potentiometer entfernt und durch einen Spannungsteiler aus zwei konstanten Widerständen ersetzt werden. Der Vorteil der Standardservos mit Metallgetriebe liegt darin, dass diese ein 3mm Innengewinde für die Befestigung des Servohorns besitzen. Die Gewindestange für den Antrieb wird mit diesem Gewinde verschraubt und mit einer Mutter gekontert. Der Rotationssensor wird über zwei Lichtschranken abgetastet. Der Zustand der Sensoren wird an zwei Eingängen des Arduino Uno eingelesen. Die dritte Achse wird über ein normales Servo bewegt. Der Arduino Uno befindet sich auf der Rückseite der CNC-Maschine. Hier ist auch ein 12-Volt-Relais angebracht, das den Fräser ein- und ausschalten kann. Das Relais wird über einen Kleinsignaltransistor vom Arduino geschaltet. Als Spannungsquelle dient ein altes Computernetzteil. Zeit für einen ersten Testlauf. Mit Hilfe eines Bleistifts wird der Buchstabe L geplottet. Die Maschine läuft nicht schlecht, aber sehr langsam.
Für den gerade einmal 8 mm großen Buchstaben sind 2 Minuten und 39 Sekunden ins Land gegangen. Zeit für einen weiteren Servo-Hack. Die Untersetzung des Metallgetriebes muss verringert werden. Am einfachsten geht das, indem zwei der Zahnräder ausgebaut werden. Damit wird die Untersetzung von ursprünglich 1:260 auf nur noch 1:13 verringert. Leider sinkt dadurch das Drehmoment des Servos so stark ab, dass dieses nicht mehr ausreicht, die Maschine anzutreiben. In Variante 2 wird nur ein Zahnrad entfernt, der Motor muss dabei aber an einer anderen Position angebracht werden. Das Servogehäuse muss dazu aufgesägt und der Motor an seiner neuen Position eingeklebt werden. Ich verwende dazu Heißkleber, Epoxidharz kann aber auch genommen werden. Im Betrieb haben sich die von mir verwendeten Servos als nicht allzu robust erwiesen. Schwachpunkt sind die Bürsten im Motorinnern. An einem Motor hat sich eine Bürste derart verbogen, dass ein Kurzschluss entstanden ist, der die Servoelektronik ruiniert hat. Ich habe den Motor geöffnet und aus Dosenblech neue, stabilere Bürsten gebogen und eingesetzt. Die Elektronik entstammt einem anderen Standardservo, das ich noch in meiner Restekiste gefunden habe. Den zweiten Motor habe ich ebenfalls geöffnet und die Bürsten sahen nicht mehr allzu gut aus. Mit etwas Lötzinn an den Enden der Bürstenkontakte ist die Konstruktion stabiler und bislang läuft auch dieses Servo problemlos. Mit den nun deutlich schnelleren Servos ist der Buchstabe in unter 50 Sekunden geplottet. Die Software läuft unter Linux von der Kommandozeile. Hiermit kann die zu verarbeitende Datei ausgewählt und es können verschiedene Parameter eingestellt werden. Bringen wir ein Testmuster mit einem Kugelschreiber zu Papier. Verarbeitet wird eine Scalable Vector Grafik, deren Pfade als Polygone, also als Linienabschnitte vorliegen müssen. Das Muster besteht aus mehreren konzentrischen Kreisen und vier im Winkel von 45 Grad zueinander angeordneten Linien. Verglichen wird der Plot mit einem Ausdruck auf transparenter Folie aus einem Tintenstrahldrucker. Die Abweichungen sind sichtbar, aber in Anbetracht der einfachen Bauweise zu verschmerzen. Die maximale Geschwindigkeit beträgt nur etwa 1 mm pro Sekunde. Diese Maschine erfordert etwas Geduld im Betrieb. Die Positioniergenauigkeit beim Ansteuern eines Punktes aus zwei unterschiedlichen Richtungen zeigt, wie gut ihr den Antrieb justiert habt. Die Abweichung liegt im Bereich von Zehntelmillimetern, nicht schlecht für diese preiswerte Konstruktion. Als nächstes wird eine Spiegelplatte graviert, wozu ein Fräsmotor an der Maschine anzubringen ist. Der Diamantfräser wird im Betrieb mit Wasser gekühlt, um die Lebensdauer zu erhöhen. Auch mit den schnelleren Servos wird für die Grafik eine Zeit von etwa 60 Minuten benötigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Beim Plotten wirkt auf den Kugelschreiber fast keine Kraft in Bewegungsrichtung, was beim Gravieren oder Fräsen durchaus der Fall ist. Wie zu sehen, biegen sich die Alu-Winkelleisten und der Führungsmechanismus für die Achsen unter Last. Auch die Gewindestangen sind eine Quelle für Ungenauigkeiten. Das freie Ende der hier zu sehenden Gewindestange für den X-Antrieb beginnt in einem bestimmten Bereich und bei der gegebenen Rotationsgeschwindigkeit stark zu schwingen. Eine weitere Führung am Ende der Gewindestange begrenzt die Amplitude der Schwingung. Derartige Eigenschwingungen machen sich auch an anderer Stelle bemerkbar. Bewegt sich der Fräser beim Gravieren mit einer bestimmten Geschwindigkeit und einem bestimmten Anpressdruck über das Glas, so schwingt die Maschine in vertikaler Richtung. Dieser Betriebszustand ist durch geeignete Wahl der Maschinenparameter zu vermeiden.
Beim Absenken des Fräsers bewegt sich dieser zwangsläufig auch längs der X-Achse und der Fräser wird bei der Bewegung leicht gekippt. Beides führt beim Bohren in der Theorie zu einem leicht ovalen Loch. In der Praxis ist diese Bewegung jedoch von untergeordneter Bedeutung. Links ist das mit der CNC-Maschine gebohrte Loch, die Bohrung rechts wurde mit einer Ständerbohrmaschine und demselben 3mm Bohrer ausgeführt. Die CNC-Maschine ist nicht spielfrei, womit die Bohrung etwas ausfranst, aber nicht unbedingt oval ausfällt. Der nächste Test besteht im Fräsen von Zahnrädern aus 2mm Plexiglas. Das Ergebnis ist enttäuschend. Ursache für die schlechte Qualität war eine zu starke Verwindung der Mechanik längs der vertikalen Achse. Bei CNC-Maschinen gilt: stabil ist nicht immer stabil genug. Nach Anbringen von Verstärkungen und Änderung der Anlenkung der vertikalen Achse erfolgt der zweite Testlauf. Beim Fräsen von Plastik ist Kühlung unbedingt nötig, da das Material ansonsten schmilzt. Die Zahnräder werden von der Software berechnet und besitzen runde Zähne. Angegeben wird der gewünschte Durchmesser und die Anzahl der Zähne, der Durchmesser der zentralen Bohrung sowie der Durchmesser des verwendeten Fräsers. Durchlauf Nummer 2 mit der verstärkten Maschine ist wesentlich besser ausgefallen. Die beiden Zähne, an denen der Fräsvorgang begonnen bzw. beendet wurde, fallen besonders schlecht aus. Das Zahnrad bricht von dem umgebenden Material ab, bevor der Fräser sein Werk beendet hat. Besser geht's, wenn ein Zahnrad in zwei oder gar drei Durchgängen gefräst wird. Dabei taucht der Fräser beim ersten Durchgang nur zur Hälfte in das Material ein. Erst beim letzten Durchgang wird das Plastik vollständig durchtrennt. Die Bruchstelle muss nur noch wenig mit einer Feile nachbearbeitet werden. Die Fertigungsqualität reicht aus, um ein kleines Getriebe aufzubauen. Ein Millimeter Sperrholz wird von dem Fräser deutlich leichter durchtrennt, womit die Vortriebsgeschwindigkeit etwas erhöht werden kann. Die Puzzleteile werden gespiegelt ausgeschnitten, da die Unterseite beim Fräsen etwas glatter ausfällt als die Kante auf der Oberseite. Für alle Teile benötigt die Maschine etwa eine Stunde, Geschwindigkeitsrekorde können hiermit nicht aufgestellt werden. Nach dem Ausschneiden müssen die Teile mit Schmirgelpapier geglättet werden. Rohmaterial rein und perfekte Teile rausnehmen geht mit Billigmaschinen einfach nicht. Mit etwas Farbe und Kleber wird daraus ein bekannter Vogel. Wer den Namen dieses Pinguins nicht kennt, sollte seine Softwarestrategie nochmal gründlichst überdenken. Holz kann auch graviert werden. Hier verwende ich ein übrig gebliebenes Stück der 20mm Spanplatten, auf denen die CNC-Maschine aufgebaut wurde. Die Holzplatten der Mechanik sind nicht perfekt plan und parallel zum Vortrieb der Achsen ausgerichtet. Daher taucht der Fräser nicht gleichmäßig tief an allen Stellen der Gravur in das Material ein. Bemerkbar macht sich dieser Fehler nur bei sehr genauem Hinschauen. Wird eine tiefere Gravur gewünscht, so kann der Fräser in einem zweiten Durchgang weiter abgesenkt werden. Alle weiteren Parameter der Software bleiben unangetastet. Die Gravur tritt nun deutlicher hervor. Die Schnittkante ist bei genauer Betrachtung nicht ganz glatt, aber beim Gravieren entsprechend großer Buchstaben fällt das nicht sonderlich stark auf. Wie sieht es mit härteren Materialien aus? Hier wird eine 1mm Aluminiumplatte bearbeitet. Aluminium ist für diese Maschine Heavy Metal. Die Mechanik gibt zu viel nach. Wie zu sehen und vor allem zu hören, vibriert der Fräser zeitweise sehr stark, während sich dieser durch das Material schneidet. Vor allem die vertikale Nickbewegung verursacht unsaubere Kanten. Das Ergebnis ist allenfalls zufriedenstellend, nicht aber als gut zu bezeichnen.
Ein besonders weiches Material ist die hier zu sehende 3mm Debron-Platte. Das Material wird nicht gefräst, sondern mit einem Lötkolben, dessen Spitze durch ein Stück 1mm Kupferdraht ersetzt wurde, geschmolzen. Die Bearbeitung von Debron geht somit deutlich leiser vonstatten. Der Kupferdraht sollte so weit aus dem Lötkolben herausragen, dass die Temperatur gerade ausreicht, das Debron zu schmelzen, dann ist die Geruchsbelästigung durch verdampfende Kunststoffbestandteile sehr gering. Die Schnittbreite beträgt etwa 2mm, wobei sich der Lötkolben fast ohne seitliche Kräfte durch das Material schneidet. Die Debron-Platten sind günstig in der Anschaffung und um die Arbeitsweise einer CNC-Maschine zu demonstrieren, sind die so geschnittenen Werkstücke ausreichend. Diese Maschine ist als Einstieg in die computergestützte numerische Steuerung gedacht, weniger als Werkzeug für die Massenproduktion. So muss der Nullpunkt manuell angesteuert werden, und es gibt keine Schalter für die Endpunkte. Man kann viele Parameter setzen und dabei ebenso viel falsch machen. Wer experimentierfreudig ist und ein Wochenende Arbeitszeit investiert, bekommt für relativ wenig Geld eine funktionierende CNC-Maschine. Das Wissen zum Bau und Betrieb gibt's gratis dazu. Mehr zum Thema findet ihr auf der Projektseite, hier gibt's außerdem Anregungen für leistungsstärkere CNC-Maschinen. Danke fürs Angucken und bis bald!